Heute geht es um den 20. Juli und wir haben wichtige Dinge, über die wir aufklären. Was die wenigsten wissen, ist, dass der politische Islam damals ein Bündnis mit den Nationalsozialisten eingegangen ist. Der ranghöchste Moslem damals, das ist der Großmufti von Palästina, Mohammed Amin al-Husseini. Der war bei den Nazis, bei Hitler, bei Himmler und hier Gauleiter von Sachsen, der Mutschmann. Und die haben sich gegenseitig die Ähnlichkeit ihrer Ideologien bestätigt. Der Al-Husseini hat gesagt, in vielen Bereichen laufen die Ideale des Islams und des Nationalsozialismus parallel. Einheit der Führung. Im Islam ist es Mohammed als der Führer, der perfekte Mensch, das vollkommene Vorbild für alle Moslems. Dem seine Taten sind wirklich für alle Moslems vorbildlich. Und der war Kriegsherr, der war Religionsstifter, der war Staatenführer, der hat die Scharia als Gesetz installiert und hat aktiv getötet und töten lassen. Unter anderem 800 gefangenen Juden die Köpfe abschneiden lassen. Im Koran als Befehl, wenn ihr auf die Ungläubigen trefft, dann herunter mit dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel angerichtet habt. Ne? Solche schönen Sachen stehen im Koran. Müssen Sie wissen. Müssen Sie wissen. Auch hinsichtlich der Köpfung der beiden skandinavischen Touristinnen in Marokko. Muss man wissen. Bitte? Lies mal die Bibel, da steht es gleich. Lies mal die Bibel. Also, wir haben jetzt schon ungefähr 350 Kundgebungen gemacht. Immer kommt es mit der Bibel. Wir sagen es jetzt auch zum hunderttausendsten Mal. Das Alte Testament ist ein altes Buch Geschichten, die damals sich ereignet haben. Die sind zugegebenermaßen blutig. Da sind viele schlimme Dinge passiert. Aber das sind Geschichten von damals, die sind für heute nicht mehr relevant. Und im Christentum kam Jesus. Da wurde der neue Bund von Gott mit den Menschen geschlossen. Da gibt es das Neue Testament und mit dem Neuen Testament kannst du überhaupt keine Gewalt legitimieren. Ganz im Gegenteil, Jesus war Pazifist, der hat die Liebe zu dem Nächsten und die Liebe zu den Feinden gepredigt. Mit dem Christentum kannst du keine Gewalt legitimieren. Deswegen gibt es auch heutzutage keine einzige christliche Terrorbande, aber dafür Dutzende islamische und bei uns allein in Deutschland tausende Gefährder, von denen man ausgeht, dass viele von denen jederzeit einen Anschlag machen. Unter den 10 Ländern mit der schlimmsten Christenverfolgung weltweit sind 9 islamische und ein sozialistisches, Nordkorea. Ja, da ist Schweigen im Walde bei den Figürchen hier, die sich hier heldenhaft verstecken hinter ihren Transparenten. Gell? Unsere wackeren Kämpfer gegen rechts und unsere Unterstützer des Islam. Das sind Islam-Kollaborateure, genauso wie die Nazis damals mit dem Islam kollaboriert haben. Alles dieselbe braune, rote, sozialistische Soße. So, jetzt machen wir weiter mit dem Amin al-Husseini. Der hat es also alles öffentlich in Radiosendungen bekundet. Die Gemeinsamkeiten Islam und Nationalsozialismus. Einheit der Führung haben wir eben besprochen. Ordnende Macht, Gehorsam, Disziplin. Kampf und Ehre im Kampf zu fallen, war im Nationalsozialismus genauso wie im Islam. Im Islam ist sogar noch das Heilsversprechen, wenn ein Moslem im Dschihad tötet und dabei getötet wird, kommt er als Märtyrer ins Paradies und wird dann noch mit 72 Jungfrauen belohnt. Freunde, das ist auch der Grund, warum sich fast jeden Tag irgendwo auf dieser Welt ein Moslem einen Sprengstoffgürtel umbindet und inmitten von Andersgläubigen sich in die Luft sprengt. Das würde kein normal denkender Mensch machen, weil wir Menschen haben einen Selbsterhaltungstrieb und wir gehen normalerweise davon aus, wir haben nur dieses eine beschissene Leben. Ja? Aber wenn einem Moslem versprochen wird, er bekommt dann 72 Jungfrauen, die im Koran auch noch beschrieben sind als Frauen mit schwellenden Brüsten, glutäugigen Augen, ja, und jederzeit sexuell zu Willen, die glauben den Scheißdreck, ja, und dann sprengen sich in die Luft und denken, dass sie Allah einen Gefallen tun. Und im Koran steht auch noch, nicht ihr habt getötet, sondern Allah hat durch eure Hände getötet. Freunde, wir haben es mit der gefährlichsten Ideologie zu tun, die jemals auf diesem Planeten entstanden ist. Gefährlicher als Nationalsozialismus, Kommunismus und alles andere zusammen an totalitären Ideologien. Es ist wirklich so, denn in keiner anderen Ideologie ist das Töten gefordert und wird dann auch noch mit dem Heilsversprechen belohnt.